Guten Morgen, liebe Wanderkolleginnen und Wanderkollegen. Wir sind heute wieder unterwegs. Das heißt, Ruth und ich. Wir sind wieder in Schangnau, wie auch schon mal. Und zuerst machen wir jetzt einen Abstecher Richtung Kirche hoch. Da müssen wir da nach hinten. Und da unten sind die Rinde schon wieder am Weiden. Da stehen wir jetzt vor dem Eingang der schönen Kirche von Schangnau. Jetzt bin ich gespannt, ob da offen ist. Oh, schön. Sie hat offen. Das ist dann schön da drin. Schlichte Kirche. Schön. Das da ist jetzt unser Aufstieg. Geht jetzt doch ziemlich lange bergauf Richtung Wachthubbel. Da ein Blick zum Hogant und darunter das Dorf Schangnau. Und da vorne, ganz im Tal unten, fließt die Emme. Und da vorne schon die ersten Herbstzeichen. Die Blätter verfärben sich schon schön. Und da werden wir noch beobachtet. Oh, müssen ein bisschen aufpassen. Wenn die uns alle angreifen, dann sind wir erledigt. Und da oben auch. Wow. Wir sind immer noch am Aufstieg. Da sind wir jetzt wieder ein bisschen im Schatten und das tut gerade gut so. Und da oben hat es auch abgestorbene Tannen. Dort noch ganz eine interessante, die muss noch einen Seitentrieb haben, aber ist abgestorben. Ungefähr hier. So, dann gehen wir wieder weiter. Und da geht es jetzt ganz steil hoch durch diesen Wald. Ruth hat mich noch gefragt, ob ich das Seil bei mir habe. Und ich meinte dann so, heute brauchen wir kein Seil, das geht alles ohne Seil. Und einfach nicht runterschauen. Und bei diesem Weg, da hat es doch viele große Steine drin.
Wir könnten ja die auch noch einsammeln. Aber es gibt, glaube ich, mir auch zu viel Arbeit. Und ich kann die rechte Hand immer noch nicht so gut gebrauchen. Da wäre es auch unmöglich, diese Steine einzusammeln. Und glaube ich auch, Ruth möchte das nicht alleine machen. Auf jeden Fall nicht, wenn ich dann noch zuschaue. Der Weg geht immer noch so steil bergauf. So in einem kleinen Tal. Aber man muss einfach langsam. Dann kommt das gut raus. Und ich glaube, schon bald haben wir den schlimmsten Teil hinter uns. Und dafür werden wir oben sicher mit einer wunderbaren Aussicht belohnt. Das kann ich euch schon jetzt versprechen. Und da hat es auch noch Verwandte von mir. Steinmänner. Da sind wir wieder unterhalb von einer Nagelfluh. Die müssen wir jetzt auch überwinden. Und von da unten sind wir jetzt hochgestiegen. Da vorne aus diesem Wald sind wir jetzt gerade rausgekommen. Da war doch jetzt ein langer, heftiger Aufstieg. Und man sieht, wie wir schon an Höhe gewonnen haben. So schön da. Da sieht man an die Rückseite von der Schattenflur. Da der nächste Hügel, da drüben, das ist die Marbachegg, so mehr so. Sie. Und wir haben jetzt da einen ganz, ganz sanften Aufstieg. Den kann man schon fast gar nicht mehr Aufstieg nennen, im Vergleich zu vorher. Jetzt gibt es mal einen Rundumblick. Diesen Punkt da. Ganz schöne Aufnahmen. Das Tal runter. Tinten sogar in die Schneeberge. Zu Sichel sieht man da. Das ist diese Lücke da geradeaus. Dann da vorne das Stockhorn. Und da kommen wir jetzt in eine Straße rein. Und da sind noch Kühe am Weiden. Und da weiter vorne hat es noch mehrere Kühe. Das ist ganz eine schöne da. Diesen Hörnern. So, jetzt geht unser Weg da hoch.
Ja, es ist einfach schön, die Kühe. Ja, jetzt geht es da noch ein bisschen weiter hoch. Schaut euch mal diese Gegend an. Es ist doch so schön. Da vorne, da, das ist die Marbachegg. Da kommt, glaube ich, noch der Niesen zum Vorschein. Das ist dieser Berg da hier. Da oben sind schon wieder Kühe am Siesta machen. Und von da einfach ein fantastischer Ausblick. Und da haben wir jetzt doch noch einen ganz steilen Aufstieg. Und voll an der Sonne. Dafür ist sicher wieder die Aussicht umso schöner, wenn wir da oben ankommen. Schon da ist sie schön. Da geht es. Sehr steil runter. Und wir sind noch nicht oben. Aber Ruth hat ja mir vorher gesagt, dass sie mich dann tragen möchte. Da. Sie glaubt es nicht so recht irgendwie. Und da haben wir schon bald wieder eine Höhe bezwungen. Da befinden wir uns jetzt auf dem Wachthubel. Glaube für heute der höchste Punkt. Eine sehr schöne Aussicht. Hier sieht man sogar die Stadt Bern. Und zwar da geradeaus. Das Mittelland. Und jetzt schauen wir mal hier runter. Diese Bergtäler da und das ist ein Rind, das beobachtet uns sehr gut und denkt wahrscheinlich, was sind das für kurlige Gestalten da oben. Und da auf dieser Seite sieht man in den Kanton Luzern rein. Übrigens, hier befinden wir uns auf 1414 Meter und nach Eckiwil sind da noch 2 Stunden 30 angeschrieben. Und jetzt noch einen Blick darunter. Es ist einfach schön.
darauf, aber ich kann euch nicht genau sagen, wodurch, werde ich das nächste Mal wandern. Und dann geht es hier dann auch wieder runter. Das nächste Mal zu einer Höhlenwohnung. Und da kann ich euch auch nicht ganz sicher sagen, in welchem Graben das die ist. Ja, da einen Blick Richtung Eckiwil runter. Da unten, wo der Schatten ist, ein bisschen hinter diesem Hügel, liegt Eckiwil. Ein Blick wieder Richtung Eckiwil runter. Da sehr viele Täler. Und ein schöner Weg. Da hier hat es noch so interessante Hügelchen. Ja, das ist das Emmental. Da sind wir wieder umgeben von Kühen. Die sind da schön im Weg. Aber es ist ja ihre Weide und nicht unsere. So, probiere ich da unten durchzugehen, ohne dass die Kuh Angst bekommt und wegen mir nicht aufstehen muss. Genau. Hey. Ja. Hä? Ja. Ich habe euch noch vergessen zu sagen, dass wir heute schon vom Start weg auf dem Transwiss Trail unterwegs sind. Das ist ein Wanderweg, der führt quer durch die Schweiz. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht mehr daran, wo ich hier durchgegangen bin. Es sind natürlich auch schon etliche Jahre her. Da noch einen letzten Blick auf die Stadt Bern, da hier vorne. Und von da geht jetzt dann der Wanderweg da unten bei diesem Wegweiser, da hier macht er einen ganzen großen Bogen nach links. Da verlassen wir jetzt also die Höhe. Und hier nochmals einen Blick Richtung Entlebuch. Und da ganz, ganz weit hinten wäre Luzern.
Wir haben jetzt bereits begonnen, schon mit dem Abstieg. Richtung Eckewil. Und da unten hat sogar noch ein See, ein ganz kleiner. Ja, wir gehen denke ich baden dort. Da oben machen sie gerade Holz parat für den Winter. Und hier ganz, ganz weit vorne sieht man noch schön den Jura. Ja, ja, die aus von Geis, he? Ja, und du auch noch, he? Ja, ja. Ich glaube, so können wir nie wissen. Ja, ja. Ich bin hier umgeben von lauter Ziegen. Die begleiten uns jetzt. Vielleicht bis wir nach Hause fahren. Sind so liebe Tiere. Und da so eine schöne Aussicht. Sind alle Seitentäler, wo das Wasser Richtung Emme fließt. Und die begreifen natürlich nicht, warum wir da ab und zu anhalten. Hä? Ja. Hm? Und so liebe Tiere da. Ja, sie liebe. Jetzt, ah ja, jetzt geht der Wanderweg hier immer runter, immer weiter ins Tal. Ja. Die da unten, die möchte am liebsten in mich hineinkriechen, habe ich manchmal so das Gefühl. Hm? Ja, ja. So. So, wieder ganz schön gemacht. Das ist eine Bank, da machen wir jetzt dann eine Pause. Und da geht das wieder runter. Hoha! Hey! Riesige Graben. Ich glaube, das nächste Mal geht es über diesen Hügelzug da drüben runter. Und auch hier auf dieser Seite ist ganz schön. Halt einfach so, wie das Emmental ist, mit den vielen Hügeln. Nach langer Straße haben wir jetzt endlich wieder mal einen Naturweg. Ist da wieder ganz ein schöner Abstieg.
Ausblick auf die andere Seite rüber. Hier unten alles voll mit Fahnen. Ist da ganz, ganz toll. Ja, jetzt geht der Wanderweg doch ziemlich steil runter. Und da vorne, hier, da sieht man die ersten Häuser von Eckiwil. Unser Etappenziel von heute. Wie schon vorher erwähnt, es wird nicht die letzte Wanderung sein hier in dieser Region. Ich habe noch zwei weitere geplant, die da oben durchführen. Und da sieht man jetzt doch gut, wie wir schon an Höhe verloren haben. Da oben ist der Wanderweg, da hier, wo wir jetzt gerade runtergekommen sind. So. Jetzt müssen wir diesen Abstieg noch bewältigen. Und da unten, so wie es aussieht, kommen wir wieder in die Straße rein. Da ist jetzt noch der letzte Abstieg durch diesen Wald runter. Bis ganz ins Tal. Zur Emme runter. Und heute ist es ja zum letzten Mal von Changnau aus, wo ich eine Wanderung jetzt unternommen habe. Nächste Mal geht es dann von Marbach aus. So, jetzt muss ich da auswählen, welchen Weg. Ich glaube, den da hier ist der bessere. Der andere hat mir ein bisschen viele große Steine drin. Dafür geht es hier ziemlich steil bergunter. Da wäre man auch ganz schnell unten, wenn man da die Abkürzung machen möchte. Das war nicht zu empfehlen. Ein ganz schönes Brückli über den Geißbach. Da sind wir jetzt bereits in der Ebene unten. Da oben ganz ein schönes Bauernhaus. Und da vorne kommen wir jetzt dann schon zur Emme. Und da sind wir auch am Holzbrückenweg und noch immer auf dem Transwiss Trail. Und das da ist auch sein schönes Spicherli. Da vorne kommen wir bereits an die Emme. Das ist jetzt die Emme und da hier kommt der Geißbach. Sie hat doch wieder ein bisschen mehr Wasser als das letzte Mal. Und da hier ist die Emme doch recht breit.
da vorne haben wir schon Eckiwil. Geht mit ganz großen Schritten dem Ziel entgegen. Wir hatten heute eine ganz schöne Wanderung mit schönem Weitblick. Und da, hier sieht man noch die Emme.